Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Rouge. Ja Leute, wir sind jetzt hier auf dem Weg zur nächsten Hauptmission, sehen da ein wenig Treibgut. Ich habe mal wieder den Sound zu leise, wie es sich immer gehört. Und ich glaube, ich sehe geschwind in die falsche Richtung. Ich sollte mal einen kleinen Blick auf unsere Landkarte werfen. Und zwar... Oh ja, falscher geht's gar nicht. Ich muss hier einmal ganz außen rum singen. Alter Schwede, habe ich da noch eine Weltreise vor mir? Habe ich denn irgendwo eventuell einen Schnellreisepunkt mittlerweile freigeschaltet? So zwischendurch ganz vielleicht? Nein. Obwohl doch hier oben. Und das ist doch wesentlich näher dran als das, wo wir gerade sind. Ich würde sagen, wir reisen doch einmal per Schnellreise hin und sehen uns dann gleich wieder. So, und einmal starten. So, ey, das passt. Ja, hier nochmal schön das Mikro justieren. Ne, Leute, ihr wisst ja. Ne, so, jetzt sind wir also soweit. Einmal komplett kehrt Marsch, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich kann da durch die Bucht eiern. Ich werde auch durch die Bucht eiern. Ich werde hier keine unnötigen Wege in Anspruch nehmen. Hallo, wo sind wir denn hier bei? Wünscht ihr was? Natürlich werden wir hier den kürzesten Weg nehmen, um euch so viel Spaß und Action zu zeigen, wie es nur irgendwie möglich ist. Ja, volles Segel. Dann gib doch mal volles Segel, mein Freund hier. Was du als volles Segel bezeichnest, nenne ich gerade mal als ersten Gang auf meinem Motorrad. Ja, ihr habt richtig gehört, Leute. Ich fahre Motorrad. Ich habe eine richtig geile Maschine. Irgendwann vielleicht macht der uns auch einen Vlog von. Der Kerl 100 Metall ist Stufe welche? 23, den könnt ihr mir so gönnen. 30 Metall, 50, na, der lohnt sich nicht so, aber der fast versenkt. Ich will den da. Habe ich denn ein paar Mörser? Ich habe sogar Mörser. Und ich würde mal sagen, die feuern wir auch gleich mal ab, Alter. Den Typen, den gönnen wir uns. Der hat so viel Metall dabei. Den brauchen wir einfach. Das Metall, das ist, Alter, ist unentbehrlich. In der Menge können wir auf keinen Fall auf dieses Schiff verzichten. Das wird auf jeden Fall geplündert. So, einmal noch ein drittes Mal Mörser. So, komm, volle Breitseite, Mörser. Zalalam, in die Fresse. Einmal, ach, ist schon Enterfähig. Oh, das ging mal schnell. Sehr süß dafür, das ist eigentlich Stufe 23. Hätte ich ein bisschen mehr Widerstand erwartet. Nicht ins Wasser. Ich möchte gerne die Kanone benutzen. Was ist denn unser Ziel? Kapitän töten. Hey, könntest du bitte Kanonen? Wir benutzen den Kapitän töten. Das ist ja der Typ da oben, der sich gerade so fett breit macht. So, einmal in die Fresse. Der ist hinüber. Der nächste bitte. 11 Crewmitglieder töten, das kriegen wir auch hin. So, da versteckt sich der nächste direkt in der Mauer. Als würde ich ihn da nicht sehen. Guck mal, guck dir das arme süße Gesicht an. Und ich treffe ihn nicht. So, geht doch. So, hier haben wir eine ganze Horde von Leuten. Alter, die gehen einfach durch die Leute durch. Was ist denn da für eine Scheiße hier? Hallo, stirb doch. Das ist doch wohl nicht Possibility. Jetzt muss ich auch noch persönlich rübergehen und den auf die Fresse hauen. Ich glaube, es geht los, Alter. Das kann wohl nicht wahr sein. Komm, friss ein bisschen Blei. Genauso stelle ich mir das vor, Leute. Hier, du möchtest auch ein bisschen Blei. Zack, zack, du möchtest auch noch ein bisschen. Ja, komm her, mein Freund. Du stehst doch drauf. So, und du möchtest auch sterben? Ja, Alter, wir sind heute richtig Profi. Die neuen Dolche und Schwerter haben sich auf jeden Fall gelohnt. Machen richtig Schaden und gehen richtig ab, ey. So, zack. Oh, ein Elite ist das hier gerade, wie ich sehe. Das sollten wir eventuell mal die Verteidigung durchbrechen. Und jetzt ist aber auch er hinfällig. Oder auch nicht, ich habe ihn nicht mehr anvisiert. Ii. Wieso habe ich ihn denn nicht mehr anvisiert? Alter, Alter, Alter. Haben wir Rauchbomben? Ja, Rauchbomben. Bitte, Dankeschön. Einmal alle ohne Rauchbomben abstechen. Komm, der Nächste. Der Nächste, bitte. Einmal hinten anstellen. Ja, der Nächste. Oh, wie? Ihr gebt schon auf, ihr Schweine? Ihr habt euch nicht aufzugeben. Ihr habt zu kämpfen bis zum bitteren Ende. Mann, immer diese Spaßbremsen, ey, Leute. Ich dachte, ein bisschen Action hier. Aber nein, natürlich nicht. Wir bekommen hier keine Action ab. Wir bekommen den letzten Rotz und 100 Metall. Wie geil. Wir könnten die Morrigan reparieren zur Comex Flotte. Plus 1200. Wir schlachten das aus. Wir haben ja auch genug Leben. Das bisschen, was ich da verloren habe, das kann ich sehr, sehr gut verkraften. So. Ja. Räumt mal das gute Boot leer. Können wir auch überspringen. So. Ich wollte eigentlich zur nächsten Hauptmission. Natürlich keine Umwege, Leute. Keine Umwege, wie versprochen. Ich mache niemals Umwege. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich langfahren muss. Ja, ich gucke genau in die falsche Richtung. Ich mache mir mal hier eine Markierung. Oh, oder auch nicht. Ich mache mir hier eine Markierung. Aber das wird gerade ausgeschlachtet und möchte, dass du es enterst. Ja, da habt ihr allerdings recht. Das Schiff möchte geentert werden. Da sollten wir ihm natürlich den Gefallen tun. Unseren lieben Kollegen zu Hilfe eilen. Weil das Ding ist ja eh fast hinüber. Und, oh, Alter, 50 Metall, 4 schwere Kugeln, Mörsergeschosse. So, volles Brett, schwere Kugeln. Ja, dann schießen wir auf den Schwachpunkt, ey. Na komm, gönnt ihn, komm. Einer kann da noch ab. Oh, Alter, haben die immer noch Leben. Dann feuern wir halt noch eine Runde hier. Guck mal, darauf stehen die Säcke doch. So, volle Breitseite und schon können wir das dicke Ding entern. Bekanntheitsgrad. Ihre Taten sind nicht ungesühnt. Wenn sie Schiffe angreifen und entern oder Leute töten, steigt ihr Bekanntheitsgrad.
Wenn ihr Bekanntheitsgrad voll ist, werden Kopfgeldjäger auf sie angesetzt und laufen leert sich... Was? Im Laufe der Zeit leert sich die Bekanntheitsanzeige. Okay, Kopfgeldjäger klingt doch eigentlich ganz witzig. Haben wir ein bisschen Action. Und jetzt werden wir dieses dämliche Schiff entern. Oh. Ich möchte das Schiff entern. Entern. Ja, genau. Jetzt kann ich es entern. Sehr nice. Hoffentlich kann ich das einfach so entern, ohne jetzt die Flagge da oben zu holen. Nein, natürlich nicht. Ich muss die Flagge zerstören. Aber natürlich werden wir erstmal, wie es sich gehört, die Crew auslöschen. Das sollte ja möglich sein. Wir haben hier schon im Visier die ersten paar Freunde, die sich freiwillig uns zu opfern wollen. So, ein bisschen hier noch, ein bisschen da Kanonenmunition verschwenden. Alter, ich treffe die nicht. 10 Schuss habe ich nur. Leute, 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 ich muss die doch erwischen. Bams. Bams. Komm, der ist auch tot. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Los, treib wieder ein paar Zentimeter hoch. Da ist der nächste Depp. Da ist ein bisschen Pulver, fast Magazin. So. Ein paar Leute gesprengt. Ihr beiden wollt auch im Doppelpack sterben. Das spüre ich doch geradezu. Natürlich, genau dann, wenn die schießen, stehen sie nicht mehr hintereinander. Ja, ja, ja. Das hättet ihr wohl gerne. Ne, Captain. Oh, guck mal, Captain, voll in die Fresse, wa? Das tut weh. Das tut richtig weh, du Arsch. Guck mal, da noch ein Kugelchen in die Fresse. Oh, das tut mir aber leid. Willst du auch ein Kügelchen in die Fresse? Ja, das willst du. Oh, was? Munition schon leer? Ja, gut, dann halt an Bord. Nein! Oh, Mann! Muss der mal vom Bord springen, Alter? Kann der den nicht einmal da oben einfach raufgehen, ohne so eine Scheiße zu machen? Jetzt muss ich ihn auch abstechen hier. Guckt euch das an. Jetzt muss ich ihn auch noch richtig abstechen, wie ein Profi. Mann, Mann, ich dachte, ich kann jetzt ein bisschen pfuschen, aber nein, nein, nein. Natürlich nicht. So. Ich muss da rauf. Das geht am besten von der anderen Seite, glaube ich. Ja, nee. Hallo, ich möchte gerne... Ja, Konter, was soll ich denn kontern? Ich möchte gerne hier rauf. Oh, Alter, könnten wir einfach bitte... Habe ich gerade unseren eigenen Mann getötet? Nee, den habe ich getötet. So, 15 Leute haben wir ja gleich voll. So, du möchtest auch noch... Oh. Ja, hi. Guck mal, Rauchbomben sind ganz scheiße, ne? Da riecht man, da sieht man nichts mehr. Wir können ihn mal ein bisschen plündern. Können wir mal plündern, weil ich habe keine Munition, wenn das so weitergeht. So, jetzt aber rauf. Wir wollten gerade sagen, plündern hat irgendwo nicht ganz so... Ach, was willst du denn, du Pussy? Aber wollte er mich gerade töten? Habt ihr das ganz genau gesehen, Leute? Ey, da hat er echt versucht... lächerlich. Lächerlich, mich zu töten. Den berühmten Captain Shay Corman kann man nicht einfach töten. Wir sind eine Legende, Leute. Wir sind unsterblich. Wir werden an die Macht kommen und niemals sterben. So, ja... Ich habe die Flagge zerstört, 15 Leute sind gestorben. Jetzt sollte das Schiff geplündert sein. Ja! Woo! Yeah! Wuhu! Yeah! Badams! So, wollen wir mal schauen. Schiff entern. Ja, ein bisschen Metallmörser. Besatzungsmitglieder. 5, ausschlachten. Es lohnt sich, Leute. Es lohnt sich. Das gute Geld können wir wieder viel, viel bessere Sachen investieren. Und ihr wisst ganz genau, wie gerne ich mein Geld in bessere Sachen investiere. Wie zum Beispiel Gold. ups. Ich wollte eigentlich die Vorschau überspringen. Ich drücke mal die falsche Taste. Escape ist ja meine Gewohnheitstaste. Aber es ist nicht Escape, sondern... Treibgut. Treibgut. Kehrt bei. Ja, sollten wir definitiv machen, mal Gelegenheit. So, ein bisschen Crewmitglied. Ist ja schon wieder nächste in Gefahr. Ach, der nicht. Oh, das tut so gut, wenn die so viel dabei haben. Aber ich muss jetzt endlich mal zur Hauptmission. Und dafür muss ich in meinen Kurs wieder kriegen. Oh, Leute, guck mal. Der liegt doch auf dem Weg. Ist das etwa da hinten ein Handelsschiff? Ist das ein Handelsschiff, was sehr viel Geld dabei hat in der Regel? Alter. Alter, es ist ein Handelsschiff. Alter, wie geil. Oh, was? Wie haben die uns denn weggebankt? Die haben uns geentert? Alter, ihr habt definitiv gesehen, ich wollte zur Hauptmission, aber die haben uns geentert. Und die töten gerade meine Kuh und ich komme nicht mal dazu, überhaupt irgendwen zu töten. Komm, ey, scheiß Assassinen sind das. Ach, so läuft der Hase. Jetzt stellt ihr euch gegen mich. Ich war mal auf eurer Seite. Ihr solltet eigentlich für mich kämpfen und nicht gegen mich. So, der nächste Assassine stirbt. Guck mal hier, er möchte einen unserer Crew töten. Oh, er hat einen unserer Crew getötet. Du Schwein, dafür wirst du sterben. Vom Bord mit dir, du Ratte. Huch, was mache ich denn jetzt da oben? Ich wollte da gar nicht hoch, jetzt einmal direkt wieder runter. Oh, da ist ein Assassine. Ach, guck mal, ein Freikill. Jo, gleich beide auf einmal. Und der nächste bitte, meine Damen und Herren, der nächste bitte. Ich werde jetzt mal ein wenig plündern, auch wenn das etwas blöde Situation dafür ist, aber... Hallo, 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 hallo. Würdest du bitte, bitte dich benehmen, mein Freund? Also wirklich. Komm, stirb und weg mit dir. Pussy. Ach, du möchtest auch sterben. Guck mal, weißt du, wie du jetzt stirbst? Verdeckung durchdringen. Und einfach so.
Ganz einfach, schnell und kurz und schmerzlos. Ja, möchtest du auch sterben? Ja, komm her, ich helfe dir dabei. Ja, komm, verteilen die Speichen und einmal in den Rücken. Das freut dich doch. Das zwickt immer ein bisschen, aber es ist gut für die Gesundheit. Hm, meine Kuh. Half-Life hat die nur noch, ja. Der juckt mich gerade ein wenig, der Bart, aber das gehört dazu. Ein Profi wie ich bringt nichts aus der Ruhe, natürlich. So, Morrigan reparieren. Nö, ausschlachten. Wir haben so schön viel Gold bald wieder. Aha, wie schön. Bald bin ich wieder ein reicher Mann. Uhuhu, wir sind reich, reich, reich. Da, 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 da. Und ich war jetzt zur nächsten Hauptmission. Ich hab schon verstanden, Leute. Er winkt mit dem Zaunpfahl. Ja. Mein Missionspunkt, den ich gesetzt habe, ist weg. Mein Navigationspünktlein. So. So, jetzt ohne weitere Umwege. Volles Brett voraus. Volles Brett voraus. Sie ziehen auf uns die Säcke. Aber ich möchte jetzt nicht mehr kämpfen. Ich möchte jetzt wirklich zur Hauptmission. Ja, Leute, das ist kein Witz mehr. Ich will zur Hauptmission und das nicht ohne eine weitere Unterbrechung. Wir werden keine weitere Unterbrechung über uns kommen lassen. Eventuell nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Alter, aber das müssen wir uns noch holen. So, dann möchte ich gern... Ja, aber in dem Berg ist was drin, was ich haben will. Wo ist das hin? Da war doch was drin, ich wollte doch gerade sagen, da war doch ein gutes Artefakt drin. Ich will dieses Artefakt haben. Wenn mich das mal ein Schiff kostet, komm rein da. Ah, ab durch den Eisberg. Geht doch, jetzt hart beidrehen und volles Brett voraus. Da sind wir auch ein bisschen wendiger als in diesem Lahm-Modus. So, da hinten ist unsere Hauptmission. Ich kann sie schon förmlich riechen. Ey, Alter, Leute, 3 Folgen später haben wir es endlich zur Hauptmission geschafft. Wir haben ein wenig Beute ergattert. Ich guck mal ganz schnell, wie viel eigentlich. Ja, 8000 Gold schon wieder. Alter, da haben wir viel Material. Wir sollten auf jeden Fall unser Schiff ein wenig hochpimpern. Pimpen, nicht hochpimpern, natürlich pimpen, Leute. Unsere liebe Morrigan braucht noch ein wenig Feintuning. Und ich finde, ein paar schwarze Segel würden hier nicht schlecht stehen, weil diese roten... Huch, wo? Oh, vorbei, zu spät, zu spät. Egal, weiter. Ich will mich nicht mehr ablenken lassen. So ein schönes Boot mit 83 Metall und ich muss dann vorbeisegeln, weil ich es euch versprochen habe. Ah, mein Herz, es schmerzt so sehr, euch das anzutun, aber ich werde es tun. Was ist das? Oh, guck mal, kennt ihr solche Drive-By-Shoots? Die sehen ungefähr so aus. Was? Ich hab's nicht zerstört, ich wollte gerade sagen. Und untergeht diese... Oh, was? Eine kleine Mini-Insel, die könnten wir erkunden, aber nein, die Hauptmission, Leute, die Hauptmission ruft. Oh, was ist, haben wir da? Oh, guckt euch an, was ist mit denen los? Was haben die denn so viel Metall dabei alle? Oh, Alter. Wenn ich nur so ein Handelsschiff wieder begegnen würde, Alter, ich würde richtig anfangen zusammen. Und guck mal, die Engländer kämpfen doch auch schon, da kann ich doch einfach mitmischen, oder? So ganz kleine Schüsslein, so ganz, ganz, ganz kleine Schüsschen. So ganz kleiner Schuss, ganz klein, ganz, ganz, ganz winzig, ganz winzig. Guck mal, ganz winzig. Ich fahre einfach vorbei und... Oh, die haben die Engländer schon versenkt. Ja, ich habe nicht geschossen. Das waren die, die haben angefangen. Die haben angefangen, Leute. Ich war das nicht. Ah, die haben die Engländer versenkt. Hardcore, was ist das für ein Boot? Guck mal, ich werde die auch nicht plündern. Ich werde die nur so ein bisschen anmetzen, damit unsere lieben Engländer-Kollegen noch eine Chance gegen die haben. Alter Schwede, ich hab nur ein bisschen drauf geschossen. Oh, guck mal, da, die wollen die Unterstützung kriegen. Guck mal, da habt ihr Unterstützung. Weg ist die Unterstützung. Ich kann auch die nicht durchlassen, Alter. Die könnten unsere lieben Engländer-Kollegen noch versenken. Riff! Oh, Alter Schwede. Ich bin so ein Profi von Captain, ne? Alter, ich navigiere mich hier durch. Ich schlinge mich hier richtig durch. Kann ich die nicht anlegen? Nein, kann ich nicht, weil ich im Konflikt bin mit dieser Suppe da hinten. Doch, jetzt kann ich anlegen. Ich wollte gerade sagen, ich muss so anlegen können. So, Leute, einmal anlegen, bitte. Da ist die Hafenwerkstatt. Da. Ja, ich wollte das Seil greifen, aber nö. Ist auch viel entspannter, mal eine Runde zu schwimmen. Wir werden jetzt etwas tun, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Wir werden eine Runde unser Schiff tunen. Das habe ich schon echt Ewigkeit nicht gemacht. Das letzte Geld habe ich ja richtig verpökelt. Der Typ ist nicht zu Hause. Na gut, dann halt eben nicht. Dann geht's halt ab zur nächsten Hauptmission. Ja, ich habe den Wink verstanden, Spiel. Ich soll weitermachen. So. Master Cormac, was verdanke ich die Ehre? Ich wollte Vorräte aufnehmen, als ich hörte, der talentierte Captain Cook sei hier. Auf ein Wort? Zu euren Diensten, wie immer. Ich suche nach einem Mann. Captain Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye.
Der Entdecker? Ich hörte von ihm und seiner illustren Familie. Ich muss ihn sehen. Ah, entsendet ihm einen Gruß. Oder nicht. Vor ein paar Tagen segelte er ostwärts mit Kurs auf Anticosti. Gewiss. Ich rate zur Vorsicht. Oh, ich war bereits dort. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ich segle Richtung Conception Bay, falls ihr weitere Unterstützung braucht. Vielen Dank. Ich möchte dein Schiff haben. Gib mir dein Schiff. Jetzt. Du gibst mir dein Boot. Klar? Was ihr in New York vollbrachtet, nur noch eine Frage der Zeit, bis die Ordnung wiederhergestellt ist. In New York gab es nie Ordnung, Gist. Aber ohne Hope, vielleicht. Es mag euch nicht leicht gefallen sein, Freund, aber ihr tatet das Notwendige. Das sage ich mir auch immer. In und das sagt mir schon andere. Die Assassinen fast los. Und es ist nicht so, als hätten sie nicht versucht, euch das Leichenhemd anzuziehen. Ihr hattet doch keine Wahl. Ich beschloss, das Los der Templer zu teilen. Und wir sind froh, dass ihr es tatet. Wer weiß, ansonsten hättet ihr euch an Master Kenways Schwertspitze wiedergefunden. Oder eurer. Wohlgesprochen. Oh, alles Engländer. CJ, durch Hopes Tod habt ihr nicht nur euer Leben und das von New York vor dem Gift der Assassinen bewahrt. Ihr habt auch erfahren, wohin uns der Weg führt. Unsere Aufgabe ist einfach. Eine Gruppe von Mördern an der Zerstörung einer weiteren Stadt zu hindern. Gewöhnliches Tagwerk. Eines langen Tages, Gist. Ich will nicht gefühllos sein, Sir, aber was habt ihr aus dem Tod der Dame gelernt? Gar nichts, dass Töten Spaß macht. Ja, diese Worte habe ich schon einmal gehört und kurz darauf habe ich eine ganze Stadt zerstört. Ob das wohl diesmal die Lösung sein... Oh, was? Ist das dein Ernst? Hart beidrehen. Ja, minimal, aber die Hintertür ist offen. Warum lege ich nicht da vorne an? Ja, viel einfacher. Berühmt für seine Schiffswracks. Sie glauben vermutlich, niemand traue sich in so gefährliche Gewässer. Na komm, ja, guck mal, diesmal, wo ich eigentlich das Seil nicht brauche, springt da volles Brett rein. Ich werde mal sehen, was mich erwartet. Bis dahin soll ich segeln. Wenn ich bis dahin segel, laufe ich auf Grund. Den offenen Konflikt vermeiden ist eine Hauptmission. Ja, das werden wir einhalten. Habe ich da ein... Ist das hier unten? Ich war doch hier schon mal, oder? Leute, war ich hier schon mal? Das kommt mir so bekannt vor. Ich bin doch hier schon mal gewesen, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Aber ich bin der Meinung, ich bin hier schon mal gewesen und... Ja, es kommt mir alles so vertraut vor. Ich glaube, ich bin schon mal die Kante runtergeknallt und fast abgenippelt, danach erfroren. Ich bin mir so ziemlich sicher, dass das mal passiert ist. So, oh, eine Truhe? Hier, bei mir? Uhuhuhu. Die traut sich hier, sich hier blicken zu lassen? Sehr interessant. Ach, unter mir. Ja, dann werden wir natürlich noch unter mir gehen. Ich will natürlich die Truhe haben. Hallo? Nichts geht über Gold. Ja, wir waren definitiv schon mal hier zweite Truhe. Warte, wie ging der Spruch damals so auf dem T-Shirt, das mein Kumpel getragen hat? Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Das sind die Zukunft. Nur leider hat sich das wohl irgendwie nicht durchgesetzt, das Motto. Dementsprechend auch, diese Zukunft nicht, die er sich da vorgestellt hatte. Aber naja, darüber will ich mit euch jetzt nicht hier reden. Ich hab... Ach, hab ich das? Ach, tut er das? Ja, das glaubst doch auch nur du. Da oben ist ein Aussichtspunkt, den ich erkunden kann. Nur wie ich da hinkomme, ist mir gerade noch ein bisschen unklar. Okay. Ich könnte jetzt natürlich da runter gehen, aber das werde ich noch nicht tun. Ah. Berserker-Pfeil. Sehr nette Angelegenheit. So. Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand bezahlen muss. Der Captain. Okay, ich glaube, die haben uns denkt, sorry, dass ich gerade so ein bisschen leise gewesen bin. Ich habe die Nebenmission verkackt, den offenen Konflikt vermeiden, aber ich bin noch nicht im offenen Konflikt. Wo bin ich denn im offenen Konflikt? Der Typ ist doch vergiftet. Da verstehe ich jetzt nicht. Wo habe ich denn jetzt hier den offenen Konflikt nicht vermieden? Das soll mir bitte jetzt mal erklären, hä? Kann ich da raufklettern an der Stange? Nee.
So, ja, ich dachte, ich kann jetzt an der Stange raufklettern oder zumindest darauf. Ich möchte da hoch. Wie komme ich denn da hoch? Hier lang? Das glaube ich gerade nicht. Das wäre ein bisschen zu strange hier. Ja, genau, Alter, Leute. Das ist die Lösung, erstmal hier runter zu springen. Da ich das aber gerne ohne offenen Konflikt schaffen möchte, weil ich mal ein paar Nebenmissionen mitnehmen möchte, werde ich jetzt einfach nochmal von dem letzten Speicherpunkt laden, nachladen. Nicht ärgern, Leute, nicht ärgern. Ich werde natürlich gleich nochmal versuchen und ich möchte nur gerne mal versuchen, übrigens eine einzige Nebenmission, nur eine mitzunehmen, ja? Und das werden wir jetzt auch definitiv bekommen, den offenen Konflikt vermeiden. Steht da jetzt hier mit bei wieder? Ja, den offenen Konflikt vermeiden. Das werden wir diesmal auch. Ich werde in Deckung bleiben. Ich vergesse immer wieder, dass, wenn ich Berserkerfalle schieße, dass die Leute mich dann erst recht in den Fokus nehmen. Warum auch immer das so ist, aber sie tun es. Und das ist ätzend. Sehr ätzend. Ich weiß gar nicht, warum ich von dem Baum runtergesprungen bin, weil ich muss hier doch... Nee, das war schon richtig. Ich muss ja nicht noch höher. Das war ja eben gerade fehlerhaft, dass ich da noch hören musste. Ja, und das war richtig fehlerhaft. Das war hochgradig intelligent, was ich ja gerade getan habe. Hallo, Shay, was ist los mit dir? Schalt mal das Brain ein, Alter. So, aber jetzt ist mal weiter hoch hier, die alte Lutze hier, da war rauf, hier ruf, komm, Veta, oh, ein paar Zentimeter haben wir vor uns, ja, so, zack, in die Ecke. So, der Penner möchte jetzt einen Berserkerfall abbekommen, und zwar ohne, dass er mich sieht. Oh, ich habe einen Pfeil in meinem Auge, oh Gott, oh, was tue ich jetzt, randalieren, ich werde alle erschießen. Bitte erschießt dich diese Leute. Nein, er erschießt dich diese Leute. Aber er schießt Leute, das gefällt mir. Aber es gefällt mir, denn er schießt Leute, das ist sehr nice. Aber er schießt die Gefangenen. Ja. Natürlich nicht gut, wenn er die Geiseln erschießt. Das ist natürlich etwas suboptimal. So, der nächste dürfte gleich ausrasten, aber bitte nicht die Geiseln erschießen. Ein Geisel hat er erschossen, Alter. Das ist natürlich jetzt echt ätzend. Ich dachte, er schießt die Geisel nicht so. Der Typ wird einfach gnadenlos umkippen, wenn er jetzt jemanden zum Abschachten findet. Wird er wenigstens sterben. So. Ja, ja, du mich auch. Ich lass uns kuscheln. Ich bin ein dummer Assassine. Renn im Kreis und guck mal. 1, 2, 1. Herzattacke. So. Du drehst dich im Kreis. Ihr seid beide irgendwie total besoffen. Ich weiß auch nicht, was mit euch los ist. Ich werde jetzt einmal hier runtergehen. Ich kann da nicht runtergehen. Doch, ich wollte gerade sagen, ich werde auch hier runtergehen können. Also, guck mal. Hä? Schmeiß den weg. In die Fresse, Bitch. In die Fresse. Komm schon, in die Fresse. Geht doch. Den Bürger befreien. Oh, zwei Leute, obwohl ich einen befreit habe. Das ist natürlich eine gute Methode, Leute in die Crew aufzunehmen. Nämlich einfach tot rekrutiere. Das funktioniert immer sehr gut. Hat damals schon gut funktioniert. Warum sollte es heute nicht mehr funktionieren? Gab es hier nicht zwei Aussichtspunkte, wo mich jemand hätte erwischen können? Aber ich muss jetzt hier hoch, glaube ich, erstmal. So, ja, zack. Ja, genau. Ich bin eben gerade total falsch gegangen. Wenn ich diese ganzen Sachen da haben will, diese ganzen Sammelstücke, muss ich hier hinaufgehen. Und vor allem will ich diesen Aussichtspunkt haben. Oh, Notenblatt. Oh, ho, 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 ho. Bitte spring nicht herunter. Das wäre doch so cool. Dankeschön. Ich dachte, er fliegt jetzt da komplett runter. Ich wollte eigentlich nur oben den Aussichtspunkt genießen. Aber nö, nö, nö. Shay muss ja mal wieder sein eigenes Ding durchziehen. Hier ein bisschen Randale schieben. So, rauf auf die Mauer. Zack, so. Dann einmal hier lang rennen. Und hier den Aussichtspunkt. Einmal die Natur genießen. Diese klare Luft. Dieser ausdrucksstarke Himmel. Und diese Scheiße, die ich einfach mal erzählen kann, ohne dabei rot zu werden. Unglaublich, Leute. Unglaublich. So. Jetzt da hinten noch... Ich könnte es so gut holen jetzt. Ich könnte es so gut holen. Leute, wisst ihr was? Ich hole es jetzt einfach. Ich hole es einfach und ich werde wieder hochrennen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Juhu! Ja, Leute, nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ablenkungen haben wir es endlich geschafft, die Hauptmission zu erreichen. Ich habe mir es natürlich nicht nehmen lassen, das ein oder andere kleine Mitbringsel noch zu holen. Aber wie versprochen, werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall diese Hauptmission fortsetzen und einen Zug durchprügeln. Denn ich kann mich da schließlich ja nicht immer rausreden, wie ihr eventuell wisst. So, ich werde mich jetzt hier wieder auf wenig auf Achse machen, sage mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und freue mich auf euch. Auf der linken Seite kommt ihr einmal zu meiner vorherigen Folge, auf der rechten zu meiner aktuellen Playlist. Wenn ihr mal auf dem neuesten Stand bleiben wollt, abonniert einfach meinen Channel und ihr seid immer live dabei. Ich wünsche euch viel Spaß, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit eurem Twin Force. Tschüss!